Wir wollen jetzt einen Mietwagen bestellen, einen Kumpel. Und zwar machen wir das hier bei Kumke Rent a Car. Da haben wir schon mehrfach ein Fahrzeug gemietet. Und der Mietvertrag für den Leihwagen, der ist recht simpel. Man braucht dazu den Personalausweis bzw. Reisepass und einen Führerschein. Und dann werden die Unterlagen ausgefüllt. Ich habe jetzt hier den Wagen für 4 Tage gemietet. Das wird das Fahrzeug sein, was wir bekommen. Das ist ein Fiat. Mit Dieselmotorisierung, der Sprit liegt aktuell etwa Literpreis bei 70 Cent. Ich gehe dann immer beim Anbieten nochmal um das Fahrzeug herum und gucke, ob Beschädigungen vorhanden sind. Die werden dann im Mietvertrag eingetragen. Aber das kann ich schon mal sagen, bis jetzt habe ich hier nichts gesehen, was eintragungswürdig wäre. Sieht soweit alles ganz gut aus. Hier kann man dann immer schön schauen, welche Fahrzeuge vorhanden sind. Preise macht man dann vor Ort klar. Ist natürlich auch so, je länger ich das Fahrzeug miete, umso günstiger wird es. Ich habe übrigens mit ihm auch besprochen, dass er beim nächsten Mal uns vom Flughafen abholen würde und zum Hotel bringt und zurück und wir in der Zeit dann komplett das Fahrzeug mieten werden für eine ganze Woche. Der Preis ist in etwa vergleichbar dem, was ich am Flughafen bezahlen würde. Nur hier muss ich keine Kaution hinterlegen, was natürlich auch eine feine Geschichte ist. Hier haben wir den Vertrag fertig gemacht. Ich habe mir das Fahrzeug schon angeschaut. Es sind also keine Beschädigungen vorhanden. Alles soweit in Ordnung und dann kann ich das soweit unterschreiben und morgen kriege ich dann das Fahrzeug zum Hotel zugeführt.